Hier ist wieder Eva von Aquacraft. Wie im letzten Video bereits angekündigt, möchte ich euch heute ein bisschen die Produkte zeigen, die ich bekommen habe von Sera. Und ich möchte euch auch das erste Feedback geben zum Aquarium. Das habe ich nämlich schon aufgebaut. Das steht da drüben und da nehme ich euch jetzt gleich mit. So, hier steht's. Es wirkt jetzt auf dem Video sehr blaustichig. In Natura ist es aber nicht so. Da ist das Licht sehr ausgewogen, würde ich mal sagen. Der Schrank ist total einfach zum Zusammenbauen gewesen. So wie ein IKEA-Schrank beispielsweise, also echt einfach. Und ja, ich finde die Optik sehr ansprechend. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Weißglas ist, das Aquarium oder nicht. Vielleicht kann man das irgendjemand sagen, der es mit Gewissheit weiß. Ich würde mich echt interessieren. Aber grundsätzlich, das Glas ist total in Ordnung. Und hier sind die Lampen. Die Halterungen sind auch sehr einfach zu montieren gewesen. Die haben da so Schrauben drinnen, Plastikschrauben. Das einzige Problem habe ich gehabt mit einer Schraube, die hat sich nicht drehen lassen. Das ist eh die, die steht da ein bisschen vor. Ich glaube jetzt, weiß nicht, ob man das sieht. Ja, so ein paar Millimeter steht es vor. Ich wollte es nicht mit Gewalt reinschrauben, weil ich Angst gehabt habe, dass sie dann ganz abbricht. Aber es hält trotzdem wirklich bombenfest. Also das Aquarium bewegt sich jetzt das Ganze, wenn ich das so mache. Ja, und die Röhren, die sind auch einfach zu montieren. Die steckt man einfach da durch und sind fixiert durch solche Gummiringe. Das einzige oder der einzige Nachteil ist, dass sich diese Röhren ständig so raufdrehen. Also das sieht man, wenn ich es jetzt gerade stellen will, dann dreht sich es rauf. Ich habe das noch nicht wirklich herausgefunden, wie das funktioniert, dass die unten bleiben. Vielleicht gibt es irgendeinen Trick dazu, ich weiß es nicht. Jetzt hält es ja, ist trotzdem schief. Also man sieht, das ist ein bisschen schief. Das ist jetzt das Einzige, was mich ein bisschen stört. Vielleicht kann man da mit einfachen Mitteln noch irgendwas zaubern, dass das dann gut hält. Also ich glaube jetzt nicht, dass das so ein großer Aufwand ist. Vielleicht kann sich da Sera noch irgendwas überlegen. Das wäre toll. Ja, sonst bin ich total zufrieden und ich bin gespannt, wie sich es dann skaten lässt. So, jetzt möchte ich euch die Produkte zeigen bzw. auf ein paar näher eingehen. Zu vielen ist wahrscheinlich eh nicht so viel zu sagen, wie zum Beispiel zu diesem Kescher. Ist so Kescher, was gibt es da zu sagen? Die Größe ist super. Fangnetz mit fischfreundlicher Form. Bitte sehr. Sehr praktisch. So, dann haben wir das Besteck oder das Werkzeug. Da habe ich bekommen eine Pflanzenschere und eine Pinzette. Die sind sehr groß, also die Pinzette vor allem ist sehr groß. Was jetzt aber kein Nachteil ist. Ich habe kleine auch, wenn ich irgendwie feinere Pflänzchen vorne einpflanzen möchte. Ja, hat da kein Spiel, also. Wirkt hochwertig. Sehr gut. Boah, der ist wirklich riesig. Wahnsinn. So eine große habe ich noch nicht. Bin gespannt, wie ich damit zurechtkomme. So. Ups. Ist runtergefallen. Egal. Jetzt habe ich die ganzen Filter. Wo ist der Filter? Ah, da. Der Filter, den habe ich noch nicht ausgepackt. Jetzt mal schauen. Der ist, glaube ich, für bis zu 60 Liter. Filterkartusche. Das war auch dabei. Manchmal hilft es doch, wenn man die Gebrauchsanweisung liest.
Das ist ein richtiger Bausatz. Also das sind ein paar Teile dabei. Das kann man sich so zusammenbauen, wie man möchte. Und das ist, glaube ich, nur optional, das ist eine Filterkammer. Da kann man halt in irgendwelche, zum Beispiel das, was ich auch da bekommen habe. Ah, Sipuarans, ist das das? Wieso schaut das anders aus? Da steht Sipuarax drauf. Algovec. Algenkontrolle durch Bakterien. Das ist ein Filtermaterial eben. Anscheinend. Das steht da drauf. Die Algennährstoffe wie Phosphat aufnehmen und durch Nährstoffkonkurrenz gegen Algen wirken. Okay, aber da steht auch drin, dass das Sipuarax ist. Dem siedeln sich anscheinend die Filterbakterien an. Was so der Unterschied, also ich meine, warum das gleich heißt, keine Ahnung. Wenn das auch jemand weiß, bitte schreibt es in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Also so sieht der aus. Da kommt noch der Auslassrand, der hat da Löcher. Und das kann man auch super runternehmen zum Reinigen. So, da habe ich dann noch das hier. Das sind also Filtermedium. Filtert selbst kleine Trübungen. Ich glaube, es steht drauf, pro 30 Liter oder 20 Liter ein so ein Bällchen in die Filterkammer geben. Also ich glaube, das kannst du auch deswegen die optionale Filterkammer montieren. Dann gibt es den Thermometer, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Ist halt ein Thermometer. Ich denke mal schon, dass der funktionieren wird. Dann habe ich noch einen Wassertest, so mit diesen Teststäbchen bekommen. Kennt wahrscheinlich auch jeder. Dann ein Wasseraufbereiter. Soforthilfe gegen Schadstoffe. Entfernt Ammoniak und Nitrit. Und das flüssiges Filtermedium enthält Reinigungsbakterien. Mal schauen, ob das auch so gut riecht wie das von Aka. Leider nicht. Dünger. Dünger, da steht Basispflege oben. Flüssiges CO2. Sehr wichtig. Ah, Spurenelemente und Vitamine. Aber was ist da drinnen? Dann Eisendünger. So, und das. Da ist Stickstoff, Phosphor und Kalium drinnen. Da bin ich, auf das bin ich wirklich, glaube ich, am meisten gespannt, auf den Dünger. Dann haben wir noch einen magnetischen Scheibenreiniger, den haben wir noch gar nicht angesehen. Den kann man auch aufhängen, der hat da so Löcher. Ah, okay. Ja, eh, so wie ein herkömmlicher Magnet-Scheibenreiniger. So, dann ist da immer was runtergefallen. So, dann kommen wir zum Futter zu guter Letzt. Leckerbissen und Farbfutter. Und Hauptfutter und Pflanzenfutter. Ich habe jetzt die Inhaltsstoffe angeschaut und habe jetzt gesehen, dass bei allen vieren Füllstoffe verwendet wurden. Da bin ich nicht so Fan davon. Das ist eben das
Fischmehl und Weizenmehl. Es wird halt gestreckt damit. Da bin ich jetzt nicht so Freund davon. Beim Futter lege ich sehr großen Wert auf wirklich qualitativ Hochwertiges. Und ich werde das meinen Fischen geben und schauen, wie sie das aufnehmen. Aber da würde ich mir von Sera wünschen, dass sie eventuell da vielleicht noch ein bisschen nachrüsten könnten und auf das Fischmehl und die Füllstoffe eben verzichten. Das wäre super, das würde mich wirklich freuen. Sonst schaut alles sehr gut aus, bin gespannt. Am meisten gespannt eben auf den Dünger. Ich werde alles nur für das Cape und für die Challenge von Sera verwenden. Ich werde sonst nichts verwenden. Und bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also, dann werde ich euch weiterhin auf dem Laufenden halten. Und ihr könnt mir auf Instagram gerne folgen. Dort berichte ich auch sehr viel über die Sera Challenge. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!